Yo, hat er ihm gerade wirklich eine Backpfeife gegeben? Er ist Gangster und hat kurz Drive-By gemacht. Damn! Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Macht euch bereit, denn heute gibt es wieder eine dicke Ladung an gottlosen Dingen, wo man sich einfach denkt... Oh my God, bro. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende. Es wird sich lohnen. Es ist nur ein Prank, Bro. Was macht er da? Was hat er vor? Bro, what the fuck? Wie, es ist nur ein Prank? Was ist daran ein lustiger Prank? Also ja, ist schon witzig, wie das Auto runterfällt, aber wie ehrenlos ist das denn? Wem auch immer dieses Auto gehört, der ist am Arsch. Der wird da später stehen und sich fragen, wo er das Auto geparkt hat. Nee, also jetzt mal Spaß beiseite, das ist wirklich viel zu gottlos. Was hatte die andere Person getan, dass du einfach sein Auto in den Fluss schmeißt? Wie kommt man auf diese Idee auch? Genau wie er hier. Der ist auch eines Tages aufgestanden und kam auf die Idee, ein Hühnchen zu nehmen, was ihn zieht. Wie funktioniert das? Also ernst gemeinte Frage, wie funktioniert das? Andere Leute lassen sich von zwei Pferden ziehen und er benutzt dafür ein Huhn aus seinem Stall. Ey, das Huhn muss auf Testo sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Wenn du damit deine Shorty abholst, bist du der Champ. F an dieses Huhn, was einfach nur versklavt wird. Okay, der nächste Clip ist auch wieder am Gottlos-Level nicht zu überbieten. Da kannst du lange suchen. Nein, ey, nein, 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 nein. Ich distanziere mich. Alter, Alter, was ist hier los? Eiskalt einfach. Dort läuft eine Sendung für Kinder. Wie kann das so ein Ende bekommen? Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Aber die sehen saftig aus. Gib mal ein bisschen ab, Bro. Die zwei Jungs hier dachten, sie machen sich heute mal einen schönen Campingausflug zusammen. Auch mal raus in die Wildnis gehen und Survival-Erfahrung sammeln. Gerai, gerai, gerai. Gerai. Paso, padedu, kad žinotumėm kur. Sind das Russen oder Polen? Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gefühl, wenn ich alleine nur diesen Akzent und die Sprache höre. Und was ist natürlich das Erste, um was man sich kümmern muss in der freien Natur? Richtig, um ein Feuer. Gerai, gerai, gerai. Gerai. Paso, padedu, kad žinotumėm kur. Nu, tegu užsidėk. Holy shit! Die checken auch gar nichts. Yo, Bro, wieso ist es plötzlich hier so warm? Ja, vielleicht weil das gesamte Zelt da hinten am Brennen ist. Geiler Campingausflug, Mann. Die wollten ein kleines Lagerfeuer und jetzt haben die gleich ganzen Waldbrand. Genau das würde dabei rumkommen, wenn ich mit einem meiner Homies draußen überleben will. Einer bringt Benzin für Feuer mit und für Essen, dann, ja, lass Lieferando bestellen. Ziele für 2023. Eine Freundin. Ja, hat bei mir schon mal nicht geklappt. Oha, oha, alles gut, Bro, alles gut. Immerhin hat er jetzt schon neue Ziele für das neue Jahr. Aber so wie das aussieht, versucht er das schon seit 2020. Und es hat scheinbar noch nicht geklappt bis heute. Aber alles easy. Fokussier dich auf dich, geh ins Gym. Aber fall bloß nicht in die Depression. Ansonsten endest du noch so. POV, deine Freundin hat dich verlassen, du hast aber kein Spotify Premium. Jetzt, Marktwert checken. Ach du Scheiße. Wäre ich da am Heulen und plötzlich kommt die Spotify-Werbung reingeballert? Ich glaube, ich würde mir endgültig den Gnadenstoß geben. Oder, weil dann kommt man sich doch richtig verarscht vor von seinem Leben. Und apropos verarscht vom Leben. Den Schmerz von unserem nächsten Kollegen hier, den spürt man einfach selber. Er trifft nämlich sein Idol Mike Tyson und zeigt ihm sein Tattoo, was er extra für ihn hat stechen lassen. Und fragt danach noch nach einem Foto. Oh
nein, der Arme! Man sieht die Enttäuschung förmlich in seinem Gesicht. Einfach ignoriert. Er lässt sich Mike Tyson seine Fresse für sein Leben lang auf der Haut tätowieren und wird dann eiskalt ignoriert, wenn er ihn nach einem Foto fragt. Bruder, Mike Tyson hat so auf ihn er war ihm so egal. F für diesen gefallenen Bré, der heult heute Abend noch im Bett. Ich habe aber noch eine wichtigere Frage. Geht es Mickey Mouse gut? Yo, yo, yo! Was ist passiert? Welches Trauma muss da verarbeitet werden? Alles gut, Mickey Mouse. Wir können darüber reden. Wir können reden. Eine Kippe gegen den Stress. Leben. Welt. Der Opa, der dort im Kostüm steckt, verdrängt wirklich den ganzen Pain, wenn er mit dem Ding dort für 10 Stunden täglich rumspringt. Und wo wir gerade schon darüber reden, den Schmerz wegzusmoken, dieses Mädchen hier ist eine von denen, die in der Schule sind mit einer Elfbar oder Vape und sich dann so richtig cool fühlen. Die haben Bilder von sich gepostet auf TikTok, wie sie sich auf dem Schulklo verstecken und am Vapen sind. Oh yeah, das ist cool. Doch die haben nicht damit gerechnet, dass es auch sowas wie Karma gibt auf dieser Welt. Denn es hat sich jemand zur Lebensaufgabe gemacht, die hier zu basten, aber in Weltrekordgeschwindigkeit. Are you serious right now, bro? Yo, okay, wir sind gerade mal ein paar Sekunden drin und er hat schon die Schule von ihr herausgefunden. Original eine Minute hat es gedauert und er hat die E-Mail-Adressen der Lehrer und Schulleiter gefunden. Zwei Minuten 35, das ist ein neuer Weltrekord, ja Mann! Ach du heilige Scheiße, was hat er mit ihr getan? Ich war wirklich für alles ready, aber nicht dafür. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Die ist am Arsch. Versteht ihr das? Sie ist am Arsch. Einfach alle Lehrer plus die Schulleiter werden morgen im Lehrerzimmer über dieses Bild reden. Die bekommt so dicken Anschiss und die Eltern werden es safe auch noch erfahren. Das wäre mir jetzt richtig peinlich, wenn ich mich vorher noch cool gefühlt habe, auf dem Schulklo zu vapen und jetzt weiß es jeder und ich bekomme dafür noch einen Schulverweis. Genau das ist der richtige Weg, mit Kindern umzugehen, die am Vapen sind. Das ist zwar absolut hart und ehrenlos, aber wirklich ein Savage-Move, der sich lohnt. Wer auch immer das war, er ist der absolute King und Retter unserer Welt. Deswegen fühlt euch nicht so sicher, wenn ihr am Vapen seid, auch wenn ihr denkt, ihr werdet nicht beobachtet. Klopapier mehrmals nutzen. Jetzt kannst du den Wald retten. Ha? Hast du mal drüber nachgedacht, wie viel Klopapier du einfach runterspülst? Jetzt kannst du den Wald retten mit diesem wiederverwendbaren Klopapier aus Baumwolle. Es besteht aus 10 einzelnen Blättern und ist richtig schön flauschig, für groß und klein. Nach der Benutzung kannst du es einfach in die Waschmaschine werfen und somit jahrelang wiederverwenden. Den Link zum umweltfreundlichen Klopapier gibt's in meinem Profil oder auf 10ideen.de/tipps. Wow, 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 stopp mal, Moment mal, wie Waschmaschine? Das heißt jetzt, ich soll mir den Arsch abwischen und dann das benutzte Klopapier mit meiner Scheiße in die Waschmaschine stecken und waschen. Bah, what the f***? Nee, Bruder, mach du mal. Also wenn ich das machen muss, um den Wald zu retten, dann scheiße ich auf den Wald. Soll der Wald untergehen, aber auf gar keinen Fall benutze ich waschbares Klopapier. Nein, Mann, okay? Das ist mit Abstand der dümmste Lifehack, den ich jemals gesehen habe. In Amerika, die Leute fahren so ein Auto auf Casual jeden Tag. Und
Und ich soll an die Umwelt denken und so ein Klopapier verwenden? Aber auf gar keinen Fall. Okay, ich habe keine Ahnung wieso, aber ich glaube, dieser Junge hier hat keinen Bock, dass seine Haare geschnitten werden. Oha, oha, oha. Der tut so, als wäre das sein Ende. Das bin original ich, als ich früher mit meiner Mutter beim Friseur war und sie hat sich die Frisur für mich rausgesucht. Chill, sieht doch fresh aus. Was hat er? Der schreit gerade seine inneren Dämonen raus. Seine Seele kommt gerade aus seinem Körper. Also irgendwas sagt mir, er hat keinen Bock auf einen neuen Schnitt. Der arme Mann, der wollte seine Haare behalten, aber Mama hat gesagt, die Dinger kommen jetzt mal ab. Naja, und falls ihr nicht wollt, dass eure Mutter eure nächste Frisur bestimmt und sowas am Ende dabei rumkommt, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Und ich danke fürs Zuschauen und abonniert, falls ihr es noch nicht habt. Wir sehen uns morgen wieder. Gang, gang.